Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich mit euch über Sicht und Licht in Foundry DSA sprechen. Ein bisschen was dazu habe ich schon gemacht, jetzt sind aber einige neue Funktionen hinzugekommen und dem wollen wir uns in diesem Video einmal widmen. Kurz vorab, bevor ihr dieses Video verwendet, müsst ihr sicherstellen, und das setze ich voraus, dass ihr die Sicht- und Lichteinstellung, die Foundry mit sich bringt, also das heißt, wie kann man den Token einstellen, wie kann man die Szene einstellen, wie verhält sich das auf der Szene, die müsst ihr kennen. Das setze ich einfach voraus. Wer das nicht kennt, kann sich gerne bei mir in der Playlist YouTube Basics, Foundry Basics, anschauen. Da habe ich ein paar Videos dazu gemacht und ihr solltet es auch ein paar Mal probiert haben, damit es wirklich sicher sitzt. Und das Zweite ist, ich werde jetzt meine Webcam einmal kurz ausblenden, denn ich brauche gleich ganz schön viel Platz bei einigen Fenstern auf dem Bildschirm und da ist meine Webcam nur im Weg. Und dann können wir direkt durchstarten. Der erste Teil, den wir uns anschauen, sind die Sichtverhältnisse. Das ist, wenn ihr das Meistermenü öffnet, das findet ihr hier links. Ich mache es einmal kurz auf. In Szeneneinstellungen der erste Teil hier oben. Die Sichtverhältnisse bzw. die Dunkelheitseinstellungen, die ihr hier machen könnt, wirken sich erstmal auf die ganze Szene aus, auf der ihr seid. Wenn ich hier die Szene wechsle, seht ihr, der Slider springt hin und her. Also das ist eine szenenspezifische Einstellung. Wenn ich dann noch die Sichtmodifikatoren aktiviere, das ist übrigens eine globale Einstellung, ihr seht es, ich setze den Haken hier rein und wechsle, dann werden Erschwernisse auf Attacke Parade angewendet, je nachdem, wo sich dieser Slider hier befindet. Ich habe jetzt den Slider zwischen Silhouette und Schemen, das heißt, die Erschwernisse Silhouette würden beim Nahkampf oder Fernkampf, also beim Kampf, allgemein angewendet. Ich zeige es einmal kurz. Wenn ich mit Korgrim angreife, seht ihr, ich habe bei Sichtverhältnissen eine Erschwernis. Jetzt ist es hier nur eine leichte Störung, das heißt, Korgrim befindet sich im Moment hier, weil er hat Dunkelsicht 1. Auch das wird automatisch berücksichtigt. Das heißt, wenn ihr mit diesem Haken spielt, dann habt ihr auf der Szene automatisch Erschwernisse vom Dunkelheitswert in Abhängigkeit mit Vor- und Nachteilen. Diese Einstellungen, diese Slider hier sind global, die werden nicht pro Szene gesetzt, sondern ihr müsst komplett für euer gesamtes Spiel entscheiden, wann welche Erschwernis gilt. Das wäre die erste Einstellung, die man treffen kann. Das zweite, was es gibt, ist das sogenannte Licht- und Sichtmenü. Das ist zum einen hier über diesen Kerzenständer zu erreichen, aber auch über ein Makro. Wenn ihr euch in den Compendien befindet und das Grundregelwerk habt, denn das braucht ihr hier für diese ganzen Funktionen, dann habt ihr hier das Licht- und Sicht-Makro, was ihr euch hier unten in die Szene ziehen könnt. Also, wenn ihr das Grundregelwerk nicht habt, geht diese Einstellung hier nicht. In dem Makro erreiche ich dasselbe Menü. Hier gibt es drei Tabs. Die Sichtautomatisierung gucken wir uns ganz zum Schluss an. Die Presets kommen gleich. Mit diesem Makro könnt ihr zum einen alle Spielertoken auswählen. Dann werden auf der Szene, auf der ihr seid, alle Token ausgewählt, die einem Spieler zugeordnet sind. Korgrim gehört, glaube ich, gerade Player 2. Alakaya habe ich noch nicht zugeordnet, also wählt er nur Korgrim aus. Will ich diese beiden Token beeinflussen, muss ich sie markieren. Dann kann ich einstellen, okay, das sind jetzt zwei, die haben Dunkelsicht. Ihre Sichteinstellungen sind standardmäßig hier auf 0,0. Ich möchte denen jetzt Dunkelsicht geben, klicke drauf und ihr seht, es bildet sich ein kleiner Sichtkegel. Jetzt sagt Korgrim noch, okay, ich möchte eine Fackel entzünden, dann klickt ihr auf Fackel. Das heißt, hier habt ihr schnell Zugriff auf alle wichtigen Licht- und Sichtverhältnisse, die ihr so habt. Diese Einstellung, was hier gesetzt wird, also die Reichweite, wie weit das reicht, könnt ihr hier in den Presets einstellen und ändern. Ihr habt hier die jeweiligen Sichtverhältnisse, also was bei einem Klick auf Dunkelsicht passiert. Hier seht ihr 8 Schritt Reichweite oder 8 Einheiten, ich will es mal nicht Schritt nennen, sondern 8 Einheiten Reichweite. Und hier unten bei der Fackel 4,2, das ist das, was passiert. Bei den Lichtquellen könnt ihr zusätzlich noch hier über das Zahnrad die Lichthelligkeit und Intensität einstellen. Also wenn ihr zum Beispiel die Animation gar nicht haben wollt, nehmt ihr die Animation raus, dann hört das Flackern auf oder ihr wollt eine andere Farbe haben. Und mit diesen Symbolen hier hinten könnt ihr die Standardeinstellung vom System wiederherstellen. Über das Plus könnt ihr sowohl hier oben als auch hier unten zusätzliche Werte hinzufügen. Also eure eigenen Konfigurationen treffen. Wichtig ist, standardmäßig sind hier 0,0 bei Sichtreichweite und keine Sicht eingestellt. Das wird nachher bei der Automatisierung nochmal wichtig. Da habe ich jetzt eine Überschreibung gemacht. Standardmäßig sind es 0 und 0. Also dieses Menü ist dafür da, um individuelle Sicht- und Lichtquellen pro Token auf der Szene festzulegen.
Ihr könnt hier die einzelnen Reichweiten, die ihr habt, nochmal vergrößern oder verkleinern. Es wird jedes Mal dann, werden beide helle Sicht und Dämmersicht um 1 erhöht oder 1 vermindert. Genauso bei der Fackel oder also den Lichtquellen wird auch um 1 erhöht, 1 vermindert. Das ist nochmal, um schnell eine Individualisierung zu machen. Und hier wird es multipliziert mit dem Multiplikator, den ihr setzt. Wenn ihr einen Multiplikator von 2 habt und ihr klickt drauf, wird es doppelt so groß. Ein Rechtsklick halbiert. Linksklick vergrößert, Rechtsklick halbiert. Das sind die manuellen Einstellungen, die ihr machen könnt. An dieses Menü kommen eure Spieler nicht heran. Deshalb gibt es jetzt hier unter Sichtautomatisierung die Möglichkeit, ich habe es schon aktiviert, Token HUD für Licht und Licht-Token HUD für Spieler zu aktivieren. Beide machen dasselbe, nur die untere Einstellung ist wichtig, damit Spieler daran kommen. Habt ihr das beides gesetzt? Dann könnt ihr einen Rechtsklick auf den Token machen. Ich gehe mal näher ran, damit man es besser sieht. Einen Rechtsklick auf den Token machen und habt hier Licht aktivieren. Das heißt, hier könnt ihr die Lichtquellen nochmal im Schnellzugriff direkt am Token aktivieren. Und das Schöne ist, wenn ihr den zweiten Haken gesetzt habt in den Einstellungen, den unteren, dann haben eure Spieler darauf auch Zugriff. Das bedeutet, wenn sie eine Fackel entzünden, seid nicht immer ihr derjenige, der die Fackel aktivieren muss, sondern ihr könnt es hier direkt im Token HUD machen. Es wird noch eine Erweiterung geben, dass gewisse Gegenstände diese Lichtquellen auslösen. Das zeige ich euch gleich. Ich gucke mal ganz kurz. Das ist sogar als nächstes dran. Also nochmal ganz kurz. Hier sind Sichteinstellungen für den Spielleiter zu machen, die je nach Preset gesetzt werden. Und am Token HUD können die Spieler, wenn ihr den Haken bei der Automatisierung hier gesetzt habt, auch einstellen. Die nutzen übrigens auch die Presets, die ihr hier hinten einstellt. So. Es wird, das gibt es jetzt noch nicht, aber es wird später Gegenstände und Zauber geben, die Licht auslösen. Ein Zauber hat es schon, das ist der Flimflam. Und muss mal kurz gucken, die ewige Flamme hat es auch schon. Das erkennt ihr daran, dass hier zum Beispiel bei der ewigen Flamme ein Makro bei Benutzung gesetzt wird. Das zeige ich nochmal in einem anderen Video. Und beim Flimflam ist es ein Statuseffekt, der übertragen wird. Wir machen jetzt mal kurz den Flimflam. Ich würfel ihn. Gebe mal hier einen Fertigkeitswert von 10, damit ich das auch schaffen kann. Ja, schade. Ich hätte Spielleiter Willkür nehmen müssen. Flimflam. 10. So, dann nehmen wir die 18 hier mal raus. Jetzt habe ich es geschafft. Und da der Zauber einen Effekt hat, kann ich den Effekt auf mich selbst anwenden. Ui, ist das hell. Und ihr habt den Flimflam-Effekt direkt ausgerechnet in Abhängigkeit der Qualitätsstufe. Auch das ist kein Problem mit dem neuesten Update. Es müssen dann halt nur die jeweiligen Zauber und Items damit ausgestattet sein. Stand jetzt im Februar haben wir ewige Flamme und Flimflam. Einfach mal die Augen offen halten, ob es da Updates gibt für die Fackel und so weiter. Dann kommen wir zum nächsten manuellen Einstellung. Das sind hier unten die Multiplikatoren Szene Sicht und Szene Licht. Auch diese Einstellungen sind genauso wie die Dunkelheit szenenabhängig. Das heißt, wenn ich da was umstelle, ich springe mal ganz kurz hier auf die Szene Neta. Ihr seht, hier habe ich 2020 und hier 11. Wofür sind die da? Wenn ich auf die Szene Neta gehe und ich ziehe meinen Spielercharakter auf diese Szene, wir erinnern uns, ich habe hier noch 0,0, ne? Also auch die Dunkelsicht habe ich nicht berücksichtigt. Ich habe 0,0, dann sehe ich gar nichts. Sagen wir mal, ich habe für diesen Token die Anfängersicht konfiguriert. Hier, die Anfängersicht ist 2010, die dürftet ihr aus einigen DSA-Abenteuern kennen. Und ich ziehe ihn drauf. Dann hat der viel zu wenig Sicht, um hier verwendet zu werden. Und ich habe in Städten meistens einen Gruppentoken genommen und dann immer manuell noch auf der Szene die Sicht angepasst. Jetzt, wenn ihr diesen Modifikator setzt, dann wird ohne Sichtautomatisierung noch nichts gemacht, so wenn ihr den Token draufzieht. Ihr könnt dann aber bei dem Lichtmakro sagen, Spielertoken auswählen und Anfängersicht. Und dann wird automatisch mit dem Multiplikator, den ihr hier eingestellt habt, diese Anfängersicht multipliziert, also 20 mal 20 und 10 mal 20. Das heißt, ich habe einen ganz anderen Sichtradius. Das war jetzt ein bisschen viel für die Anfängersicht, deshalb nehme ich hier mal 10, 10.
und sage nochmal Anfängersicht und ihr seht, es wird reduziert. Das heißt, ich brauche hier an den Drucken nichts mehr einstellen. Ich gebe denen die Standardeinstellungen und kann dann pro Szene, die dann ein anderes Gitter verwendet als dieses 1:1, einen vernünftigen Multiplikator hier einstellen und kann die Sicht- und Lichteinstellungen nochmal variabel dazu mit dem mit der Druckenlichtkonfiguration einstellen. Auch dieses hier ist szenenabhängig, das heißt, wechsle ich, wird es wieder umgestellt hier auf 1:1. Okay, das alles sind Mechaniken, die die Sicht- und Lichtverhältnisse ein bisschen manuell regeln. Ihr habt hier den Dunkelheitsmodifikator, ihr habt das Makro, um was einzustellen anhand der Presets und ihr habt hier nochmal einzelne Multiplikatoren, um etwas zu regeln. Es gibt die Sichtautomatisierung. Die schaltet ihr hier im Menü global ein. Alternativ könnt ihr das ist derselbe Haken, die Sichtautomatisierung auch hier anhaken. Ihr seht es, wenn ich das gemacht habe und ich öffne es wieder, ist auch hier der Haken gesetzt. Wenn ich die Sichtautomatisierung gesetzt habe, ist, glaube ich, vorbelegt die Minimumsicht. Ich mache das mal kurz, weil die Minimumsicht und die Kompensation haben zwei verschiedene Formeln, wie die Sicht automatisch berechnet wird auf den, auf der Szene, auf der ich bin. Ich werde diese Formeln jetzt nicht genau aufschlüsseln. Ich werde euch nur sagen, welche jeweiligen Werte in den Formeln wichtig sind, damit ihr dann herumspielen könnt und was verändern könnt. Denn die Formeln sind nicht unkompliziert und es dauert auch eine Weile, bis man diese Funktion verstanden hat. Ich fange an mit Minimumsicht. Wenn ich Minimumsicht eingestellt habe, ich nehme mal die beiden Token runter und ich ziehe einen Token auf die Szene. Wir erinnern uns, ich hatte hier, ach Moment, ich muss es wieder umstellen, 2010. Ich bin eher jemand, ich spiele mit 0,0, es sei denn, ich habe Dunkelsicht, das lasse ich jetzt aber alles mal weg. Ich lasse alle meine Token auf 0,0 und habe die Sichtautomatisierung aktiv. Dann fängt er an, wenn ich den Token draufziehe und schaut sich an, hat der einen Vorteil Dunkelsicht? Wenn ja, dann bekommt er die Sicht, die im Preset für Dunkelsicht eingestellt wird. Und im Verhältnis zur Dunkelheit verändert sich die Reichweite. Wir sehen, ich habe hier eigentlich 8 Schritt. Wenn ich mal messe, sind es 12 ein bisschen. Ne? Das ist eine recht weite Sicht. Jetzt achtet mal drauf, was passiert, wenn ich die Dunkelheit verändere. Es wird weniger. Also je dunkler es wird, umso weniger weit kann Corgrim sehen. Das ist super dazu geeignet, um gerade bei Außenszenen zu simulieren, dass ihr je dunkler es wird, weniger weit gucken könnt. Das heißt, eure Sicht wird komplett automatisch angepasst. Und ich habe dann noch einen Schwellwert in der Szene von 0,5, wo die Einschränkung der Sicht überhaupt nicht mehr gilt, sodass er dann, wenn es wieder Tageslicht wird, sogar noch weiter gucken kann. Das ist eine super Automatisierung, um irgendwie die Sicht einzuschränken. Kleines Achtung, wenn ihr einen Token mit 0,0 auf die Szene setzt, hat der 0 Sicht. Er sieht gar nichts. Das bringt nicht wirklich viel. Deshalb gibt es hier unten einen Standard, keine Sicht. Hier wird festgelegt, welche der beiden Sichten gezogen wird bei minimaler Sicht, also welche der beiden verwendet wird, wenn ich den Token mit 0,0 und keinem Vorteil draufziehe. Jetzt würde ich empfehlen, zumindest für Minimumsicht, diese Sicht auf 1 zu setzen, denn selbst bei einer gewissen Dunkelheit kann er ja was sehen, also er hat ja eine gewisse Sicht. Ich mache das mal ganz kurz und verändere die Dunkelheit und ihr seht, jetzt hat er zumindest eine gewisse Sichtreichweite. 1:1 ist vielleicht sogar ein bisschen zu wenig. 1:0. Ich nehme hier mal 5 und schaue, was passiert und ihr seht, ich habe ein bisschen mehr Sicht. Wenn ich beide Token markiere, ich ziehe sie mal ein bisschen auseinander, dann seht ihr, dass ich mit Dunkelsicht immer noch einen ziemlich großen Vorteil habe, was zu sehen. Trotzdem bin ich als jemand, der keine Dunkelsicht hat, nicht im Dunkeln blind. Also berücksichtigt werden die Multiplikatoren hier vorne. Dann wird berücksichtigt, oh ja, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Ganz kurz einen Schritt noch zurück. Damit das überhaupt funktioniert, muss hier vorne der Haken gesetzt sein. Wenn ihr Minsicht aktiviert, habt ihr hier zu Beginn in den Standardeinstellungen das hinterlegt. Wenn ihr das hinterlegt habt, passiert gar nichts. Dann haben die ihre Standardsicht und es verändert sich nichts. Das ist auch okay. Dann habt ihr zumindest eine Funktion, wenn ihr einen Token auf die Szene setzt, dass zumindest die Dunkelsicht automatisch gesetzt wird. Weil hier ist weiterhin 0,0 bei denen hinterlegt, aber ich habe zumindest Dunkelsicht aktiv. Dieses Dynamische wird bei Minsicht, Achtung, nur da, aktiv, wenn ich den Link setze und einen Multiplikator größer als 1 setze, weil dieser Multiplikator bestimmt, um wie viel größer die Sichtreichweite wird, wenn es heller wird. Ich habe es jetzt aktiv.
Wähle meine Token und jetzt seht ihr, jetzt wächst oder schrumpft auch wieder die Sichtreichweite mit der Dunkelheit. Also es werden diese Multiplikatoren berücksichtigt, diese beiden Multiplikatoren werden berücksichtigt, dieser hier wird berücksichtigt und die Einstellungen, die ihr hier standardmäßig gesetzt habt für den Token. Plus die Dunkelheit natürlich. Na, ihr seht, dass die Dunkelheit sich verändert. Also das sind alles drei Werte, mit denen ihr herumspielen könnt und die Sichtautomatisierung verändert. Diese Sicht ist ein bisschen komplexer als diese, weil bei dieser stellt ihr eigentlich nur eine Sache ein und dann läuft es. Die zeige ich euch auch gleich. Hier habt ihr aber ein bisschen mehr Freiheiten, um es individuell für euch zu machen. Was ihr noch machen könnt, ist, wenn Dunkelheit gleich 1, könnt ihr einstellen blind. Wenn ihr dann die Dunkelheit hochrechnet, dann seht ihr jemand, der keine Dunkelsicht hat. Und auch jemand mit Dunkelsicht, bei ihr hat das jetzt nicht geklappt, da gucke ich nochmal nach, hat null Sicht, ist blind. Also hierfür ist der Blindhaken. Okay, nehme ich mal wieder raus, weil ich den persönlich recht unglücklich finde für diese Szene jetzt gerade und zum Zeigen. Aber ihr habt es gesehen, wenn Dunkelheit maximal ist, das könnte man einsetzen, eine Szene, die in der Höhle spielt, komplett auf 1 setzen. Dann gibt es gar keine Sicht, auch mit Dunkelsicht nicht, dann brauchen sie schon Fackeln, weil Dunkelsicht verstärkt ja eigentlich nur die Sicht in einem dämmerigen Licht. Aber müsst ihr mal schauen, was für euch besser passt. Wie gesagt, dieses hier ist ein bisschen komplexer. Jetzt schauen wir uns die Kompensation an. Stelle ich auf Kompensation, werden sowohl Sichtreichweite als auch keine Sicht berücksichtigt, je nachdem, was für einen Token ich auf die Szene setze. Ihr habt aber keinen Multiplikator hier zu setzen. Es werden nur dieser Multiplikator und dieser verwendet. Im Endeffekt heißt das, ihr setzt eure Presets, ich gebe euch jetzt mal eine Empfehlung, mit denen ich sehr gut fahre, 15.1 oder 14.1 kann man auch nehmen, wir nehmen jetzt mal 14. Diese Einstellungen habt ihr gemacht und wenn ihr Kompensation anschaltet, habt ihr hier drunter noch ein paar Modifikatoren, mit denen ihr rumspielen könnt. Also ihr könnt sagen, bei Dunkelsicht gibt es mehr Sicht, dann könnt ihr 0,3 und hier 0,5 nehmen. Ich lasse es so, weil ich fand die sehr passend, die sind sehr gut gewählt. So, ich habe die Einstellung 14.1 gesetzt und auf Kompensation umgestellt. Den Rest lasse ich jetzt so, wie es hier ist. Und dann seht ihr, das ist ein bisschen kleiner als das, was ich bei der Min-Sicht hatte. Aber es wächst dynamisch und ihr müsst euch mit keinem Dunkelheitsmodifikator oder einem Verbinden einsetzen. Nachteil ist, das hier funktioniert dann immer auf jeder Szene, wo die Sicht aktiv ist für Token und die Dunkelheit verändert wird, funktioniert es. Ich persönlich habe damit aber sehr gute Erfahrungen gemacht. Das funktioniert echt klasse und macht viel Spaß, hier mit der Automatisierung herumzuspielen. Also, zwei Automatisierungsvarianten. Min-Sicht ist ein bisschen komplexer, weil ihr mehr Variablen bedenken müsst. Bei Kompensation stellt ihr einfach 14 oder 15.1 ein. Hier drunten lasst ihr die Werte so, wenn sie euch gefallen. Und ihr habt eine sehr schöne Sichtautomatisierung, die ihr je nach Dunkelheitsverhältnis automatisch, ja, die je nach Dunkelheitsverhältnis automatisch eure Sichtreichweite verändert. Ich glaube, ich habe alles erwähnt. Ich weiß, dass die ganzen Formeln und Automatisierungen ein bisschen komplexer sind. Das ist etwas, wo man sich definitiv ein bisschen reinarbeiten muss. Wenn euch das zu viel ist, es nicht funktioniert, also ihr seid in einer Runde und die Spieler beschweren sich, so wie ich gerade die Elfe hatte, die nicht angepasst werden konnte oder so, also ihr da Probleme habt, Sichtautomatisierung rausnehmen, dann hier über Sicht die Tokensicht wieder regeln. Dann seid ihr safe, dann passiert gar nichts bei der Sichtautomatisierung, ihr müsst euch nicht mit den Werten oder sonst was rumschlagen und könnt einfach ganz normal manuell wieder eure Szenen verwenden, wie ihr das gerne möchtet und es ändert sich auch nichts, wenn ihr die Dunkelheit verstellt mit den Token. So viel dazu. Ich weiß, dass das Thema nicht ohne ist. Ich bin aber ziemlich froh über die Funktionen, die es hat. Freue mich auch schon, wenn Fackeln bald hinzugefügt werden. Und ja, wie immer, Fragen, Anmerkungen in die Kommentare. Ich versuche sie so gut es geht zu beantworten. Ich kann euch aber nur empfehlen, mit der Automatisierung spielt da selbst mit rum, um das irgendwie zu begreifen. Und ansonsten sehen und hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao.